Dieses Video wurde gesponsert von Sleon206. Hallo und herzlich willkommen bei The Witcher 3 Wild Hunt. Dieses Video wurde erneut gesponsert von Sleon206, wie ich es hoffentlich am Anfang auch gesagt habe. Und wie ihr auch links oben in der Ecke sehen könnt. Vielen Dank dafür. War ein teures Spiel, obwohl es im Sale war. 30 Euro hat es gekostet und der Sleon206 hat das gesponsert. Dankeschön. Und dafür kommt als Belohnung oder als Anerkennung jetzt ein Video. Ein längeres Video oder mehrere kurze, ich weiß es noch nicht genau. The Witcher 3 Wild Hunt gefällt mir bis hierhin ganz gut. Ich habe ungefähr 5 Stunden gespielt. Bin jetzt von der Hauptquest ein wenig abgewichen. Und mache hier gerade... Ach nein, da steht ja Hauptquest. Hexenjagd. Moment, ich habe 5 Hauptquests. Das sind jetzt schon wieder Sachen, die mich ein bisschen verwirren. Ja, wahrscheinlich habe ich die gemacht, weil die für Stufe 5 geeignet ist. Und die anderen sind ja für höherstufigere Stufen geeignet oder gedacht. Und deshalb habe ich die Nebenquests auch noch nicht gemacht. Hexeraufträge ist für Stufe 33. Das ist auch etwas, was mir jetzt ein bisschen verwirrt. Warum gibt mir das Spiel so früh im Spiel die Möglichkeit, einen Auftrag anzunehmen, für den ich viel stärker sein muss? Sie fehlen mir zumindest 25 Level, damit ich in der Quest eine Chance habe. Finde ich ein bisschen merkwürdig, warum das Spiel so etwas tut. Aber egal, deshalb mache ich jetzt hier die Hexenjagd. Finde die Hexe auf eigene Faust oder befrage die Bewohner Mittelhains nach ihr. Und ich bin momentan gar nicht so sicher, was das für eine Hexe ist und warum wir die überhaupt finden sollen. Da steht's. In den Notizen des Nilfgaardischen Agenten Hendrik war zu lesen, dass Ciri Streit mit einer Hexe hatte und dass sich diese... sich in der Nähe von Mittelhain aufhielt. Da ist ein Sicht so oft. Eieiei. Wo genau konnte Geralt nicht herausfinden, deshalb musste er seinen männlichen Stolz schlucken und die Bewohner nach dem Weg fragen. Okay, gut. Es ist relativ weit weg und wir laufen jetzt einfach mal und nehmen nicht das Pferd und ich erzähle ein bisschen, was mir an dem Spiel gefällt und was mir nicht an dem Spiel gefällt. Denn es gibt tatsächlich ein paar Sachen, die mir nicht gefallen. Wie man jetzt nämlich schon rechts oben auf der Karte sieht, ganz wunderbar, mir wird der Weg angezeigt mit kleinen roten, mit kleinen weißen Punkten, auf welchem Weg ich laufen sollte. Aber wir sehen ganz klar, die Markierung ist nicht vor uns, sondern da. Also wenn wir jetzt hier lang laufen würden, dann wäre der Weg, dann wäre es schneller dorthin zu kommen. Aber die Markierung auf der Karte will unbedingt, dass ich auf dem Weg bleibe. Ich weiß nicht unbedingt warum. Wahrscheinlich, oh jetzt hat das umgeändert. Wahrscheinlich, weil es mit dem Pferd eine sehr schöne Mechanik gibt. Mit dem Pferd kann man nämlich tatsächlich auf dem Weg einfach die Laufentaste gedrückt halten und das Pferd wird automatisch dem Weg folgen. Das ist eine sehr angenehme Art und Weise zu reisen, wie ich finde. Allerdings ist es sehr unangenehm zu reisen, wenn man die Schnellreise benutzen will, denn die kann man nur an bestimmten Punkten aktivieren. Warum ist mir ein Schleier, aber es gibt auch Mods, die das deaktivieren, damit man von überall aus schnellreisen kann. Ich meine, warum sollte ich nur von einem Wegweiser zum nächsten Wegweiser schnellreisen können? Warum nicht von mitten in der Welt? Das kann ein Fallout, das kann ein Elder Scrolls. Warum kann das Witcher nicht? Das sind Sachen, die schränken das Spiel ein und ich kann mir nicht erklären, warum. Das kann jetzt keine technische Limitierung sein, das ist einfach etwas, das wollten die so. Aber ich frage mich, warum? Das Inventar finde ich merkwürdig. Es ist cool, wenn man erstmal dahinter steckt, wie es funktioniert. Wenn ich auf I drücke, komme ich hier nur in das Inventar. Und I finde ich sowieso ein bisschen doof. Ich kenne es aus Elder Scrolls und Fallout auf Tab. Ich kenne es aus Minecraft auf E. Das sind Sachen, die man schnell erreicht. I muss ich umgreifen. Das ist sehr ungünstig. Aber auf E und Tab hat Witcher andere Sachen. Ich habe das Inventar, die Weltkarte, Quest, finde ich alles ein bisschen umständlich. Cooler finde ich dann tatsächlich auf der Rücktaste diese Übersicht. Aber auch hier muss ich wieder umgreifen. Also ich bin mit der Steuerung nicht ganz zufrieden. Und ja, ich habe es versucht, mit dem Gamepad zu spielen und das macht mich auch nicht viel glücklicher. Da sind Hunde und da nehmen wir jetzt mal unsere Stahlwaffe. Genau. Das ist nämlich auch noch die eine Sache. Geralt hat 2 verschiedene Schwerter. Und man muss sich erstmal verdammt nochmal merken, welches Schwert auf welcher Taste liegt. 1 und 2. Okay. Ein Stahlschwert, ein Silberschwert für Menschen oder für Wesen. Ich meine, diese Wildhunde hier, das sind jetzt... Das sind jetzt keine Wesen im eigentlichen Sinn. Das wäre... Ein Wesen wäre jetzt irgend so eine... Eine Wasserleiche? Nee, ein Ertrunkener heißen die. Die heißen Ertrunkener. Das sind magische Wesen. Oder wenn man jetzt einen Werwolf hätte. Der hat dann einen silbernen Energiebalken und da braucht man dann auch die Silberwaffe. Aber das sind Sachen, da muss man erstmal drüber nachdenken. Okay, welches Schwert nehme ich jetzt? Nehme ich jetzt die Silberwaffe oder nehme ich die Stahlwaffe?
Da muss man immer wieder ein bisschen überlegen. Ich weiß nicht, ob das in Witcher Standard ist, ob das Veteran jetzt nicht überrascht. Ich habe den ersten nur kurz gespielt und den zweiten gar nicht. Ich weiß nicht, ob es Standard ist. Ich habe keine Ahnung. Wir sehen auch links unten auf R, F und T haben wir Schnellwahltasten für Konsumgüter. Und darunter sind noch zwei Slots. Also ich weiß nicht, ob die denn auf G und auf V gehen. Finde ich fast ein bisschen merkwürdig. Also es sind... Die klatschen irgendwie jede Taste der Tastatur voll und das ist schon ziemlich beeindruckend, weil irgendwie jede Taste einen Nutzen hat. Ich meine, rechts unten auf X kann ich das Pferd rufen, das ist schon sehr merkwürdig. Was ist denn jetzt los? Die sind aber auf Level 7. Will ich gegen die kämpfen? Und vor allem sind sie auf einem Pferd und ich nicht. Na? Ich konnte aber bis jetzt auch noch nicht rausfinden, wie man auf einem Pferd effektiv kämpft. Wir hatten auch gesehen, oder ich habe das zumindest bemerkt, ihr wahrscheinlich nicht, dass, Geralt, wenn er einem Gegner begegnet und er noch kein Schwert gezogen hat, er automatisch das richtige Schwert zieht. Also er hat jetzt hier die Stahlwaffe gezogen, weil das Menschen sind und Pferde. Da braucht man eine Stahlwaffe. Das finde ich sehr intelligent, dass er automatisch die richtige Waffe zieht, wenn man selber keine gezogen hat. Aber wer weiß, wann er die zieht. Ich will es eigentlich nicht riskieren. So, wir werden jetzt mal ein Zeichen benutzen auf Q. Bam! Oh, das ist cool. Das ist cool, denn scheut das Pferd auf, weil es sich erschrocken hat. Das ist eigentlich eine sehr coole Sache. So, blocken wir mal. Komm schon, mach was. Oh yeah. Bam. Sehr simple Mechanik eigentlich. Man kann hier... Meine Güte. Man kann auch parieren und all so eine Sachen. Der glitscht jetzt hier gerade ein bisschen rum. Was hat denn der? Eine Wasserflasche und ein stumpfes Beil. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das stumpfe Beil besser ist als mein Schwert. Aber wir gucken mal nach. Hier muss ich immer noch durchsteigen, wo was ist. Inventar. Wir gucken mal. Stumpfes Beil hat plus 12 Schaden. Aber minus 1 da vorne. Guck mal, da steht 40 bis 48, minus 1 und dann ein kleiner Hammer. Und bei Schaden steht aber plus 12. Und wenn wir mal... wo konnte man denn vergleichen? Das geht doch irgendwie. Nee, sortieren, wegwerfen. Achso, umschalten, vergleichen, da. Also das stumpfe Beil... Das ist ein stumpfes Beil und es hat mehr Schaden als mein Velena Langschwert, was ich glaube ich sogar gekauft habe. Ich weiß nicht, was dieser kleine Hammer mit der minus 1 davor sein soll. Vielleicht bedeutet es, dass er keinen Slot hat, weil ich da einen Edelstein reintun konnte, wie in Diablo 3 zum Beispiel. Mir fällt jetzt kein anderes Spiel ein, wo das geht. In Torchlight gibt es auch Ausrüstungsgegenstände mit Slots, wo man dann irgendwelche Edelsteine, Kristalle reintut, um die Waffe stärker zu machen. Also ich weiß nicht, was hier minus 1 ist. Vielleicht bedeutet es, dass er einen Effekt weniger hat, diese 4% Chance auf Bluten. Oder vielleicht bedeutet es, dass er keinen Slot hat. Irgendwas macht diese Waffe schlechter und ich weiß nicht, was. Aber vielleicht auch, weil sie kaputter ist. Bei dem kleinen Hammer 66% und nicht 82%. Sie ist aber sogar leichter und sie ist mehr wert. Also wir nehmen dieses stumpfe Beil, wir rüsten das aus, auf jeden Fall. Das gefällt mir besser. Wie sieht denn jetzt Geralt aus? Okay, er hat... Achso, ja, da hat er seine Armbrust und das stumpfe Beil einfach so. Ich finde es ja mit zwei Schwertern auf dem Rücken noch cooler. Aber gut, ist auch nicht so wichtig. Ein Streitkolben und ein Fisch. Fisch kann immer nicht wehtun. Streitkolben gucken wir mal an. Was sagt denn der Streitkolben? Der sagt minus 15. Aber 18 zerschmettern Schaden. Das sind immer so eine Begriffe. Woher soll ich wissen, wer gegen zerschmettern Schaden schwach ist? Ich habe keine Ahnung. Was sind das für Handschuhe? Oh, die sind doch besser. Plus 4 Rüstung und dann noch Durchbohrungsschaden, Zerschmetternresistenz, Aufschlitzenresistenz und Verbrennenresistenz. Und der hat nur Aufschlitzen und Elementar. Aber die haben gar kein Elementar. Trotzdem, sie haben besser... Die haben 5 Rüstung, die anderen haben nur 1. So, ausrüsten. Was mit der Hose? Die ist schlechter. Das sind die Handschuhe, die wir getauscht haben. Die Schuhe sind auch nicht unbedingt besser. Und elegantes Höflingswams. Ah ja, das ist aus einer... Mittagserscheinungstrophäe. Das ist aus einer Hauptquest, wo man sich irgendwie umziehen musste. Und hier sieht man jetzt eigentlich ganz schön, wir haben eben die Leiche geplündert. Und wenn in der Leiche noch etwas drin wäre, dann könnte ich immer noch auf E drücken, um sie zu plündern. Aber jetzt geht die Auswahl automatisch da links hin zu Zutaten sammeln, in das Gebüsch, zum Schöllkraut. Das ist jetzt eine Sache, ich mag Rollenspiele nicht in der Third Person. Ich bin so verwöhnt davon, in Elder Scrolls und Fallout genau das aussuchen zu können, was ich will, weil ich erstmal einen Cursor auf dem Bildschirm habe und weil ich in die First Person gehen kann, dass ich es nicht ertragen kann, hier in Witcher 3 in ein Haus reinzugehen
und da liegen 5 Sachen rum und ich will eine bestimmte Sache. Ich komme meistens nicht drum herum, einfach alles aufzusammeln, um das zu bekommen, was ich haben will. Weil ich will etwas Bestimmtes haben, aber ihr nehmt was anderes. Naja, was soll ich machen? Ich kann es, wenn ich es wieder auf den Boden packe, dann liegt es wieder da und ich könnte es wieder aufheben. Also es ist ein sehr großes Problem, wenn viel Zeug auf dem Boden ist und man will eine spezifische Sache, dann kommt man eigentlich nicht drum herum, alles aufzuheben. Weil man hier scheinbar nicht differenzieren kann, was man aufheben will. In anderen Spielen kenne ich das so, dass man mit einer Taste durchswitchen kann zwischen den Sachen, die man aktivieren kann. Hier scheint es das nicht zu geben. Manchmal stehe ich auch direkt vor etwas und kann es nicht aktivieren, weil ich nicht in diesem Sweet Spot stehe, in dem man stehen muss, um es aktivieren zu können. Das sind jetzt kleinere Sachen, die mich einfach an der Third-Person-Perspektive stören. Die eigentlich einfach nicht sauber umgesetzt sind, nicht genug nachgedacht. Kleineres Ärgernis, aber nicht so dramatisch. So, wir finden die Hexe auf eigene Faust oder befragen die Bewohner Mittelhains nach ihr. Wir können jetzt einfach mal den Hexersinn anmachen und dann verzerrt sich das alles und dann sieht man zum Beispiel Geräusche, wenn irgendwo ein Feind lauert oder so. Und es leuchten Hinweise rot auf. Und da sehen wir ein kleines Dreieck, das ist eines unserer Zeichen, das können wir wechseln. Und es geht auf Art telekinetische Druckwelle. Mit der telekinetischen Druckwelle können wir zum Beispiel Geröll wegräumen oder Türen aufreißen, damit wir irgendwo reinkommen, wo wir unter normalen Umständen nicht hinkommen. Und das Art-Zeichen sagt uns einfach, hey, hier könntest du reingehen, wenn du dieses Zeichen benutzt. Ich habe die Hexe selber nie besucht. Ich bin gesund, den Göttern sei Dank. Und abgesehen davon kann auch sie aus Steinen kein Brot backen. Ah, das ist ja interessant. Schlecht ist die neue gar nicht. Hat eine scharfe Zunge, aber sie hilft, wenn's nötig ist. Ihre Zauber machen uns aber nicht satt. Außerdem hat sie keine Warzen und schielt nicht. Ach, meine Güte. Okay, weißt du was? Ich gehe jetzt hier mal rein. So, und auf Steuerung läuft er zum Glück. Weil wenn ich Steuerung nochmal drücken würde, dann würde der hier schnell rumlaufen, wollte ich sagen, aber scheinbar läuft er in Häusern immer langsam. Weil man kann auch in eine Taverne reingehen und der ist immer noch so am Rennen. Und das ist furchtbar irritierend, wenn man dann kaum Kontrolle über ihn hat, in so einem engen Raum. So, wir gucken mal in die Kiste rein. Ich weiß nicht, ob es überhaupt Diebstahl gibt. Ich scheine die Lederstücke und den makellosen Rubin einfach so nehmen zu können, ohne dass es ein Diebstahl ist. Es scheint kein Verbrechen zu sein. Und das finde ich auch merkwürdig. Da ist eine Wasserflasche, na klar. Wasserflaschen sind doch super. Da liegt ein Brot. Nee, Rezept für schmerzlindernde Wärmepackung. Guck mal, da liegt ein Brot und genau darüber steht aufnehmen. Und was bekomme ich dadurch? Ein Rezept für eine schmerzlindernde Wärmepackung. Ich wollte aber das Brot aufheben. Das Brot ist aber allerdings scheinbar nur Szenerie und ich kann es nicht aufheben. Das sind Sachen, die mich extrem stören. Es ist irgendwie nicht konsistent. Es ist nicht immer das, was es zu sein scheint. Viele Schmied-Zutaten hier. Guck mal, noch eine Wasserflasche. Also ich spaziere hier einfach rein und klaue den Leuten ihr Haus leer. Und das scheint keinen zu interessieren. So, wir sehen neben der Karte, da steht in der Nähe. Also wir haben irgendwo einen Hinweis in der Nähe. Da ist ein Schleifstein. Das fand ich ganz cool. Können wir benutzen. Deine Gegenstände wurden aufgewertet. Wir haben jetzt unsere Waffen geschliffen und jetzt sind sie 15 Minuten lang stärker. Das finde ich eigentlich eine sehr coole Sache. So, also hier irgendwo ist ein Hinweis, denn das steht in der Nähe da. Deshalb wollen wir mal gucken, was ist denn hier? Was kann man da bauen? Rüstung aufwerten. Verwende spezielle Rüstungsschmiedetische, um deine Rüstung vorübergehend aufzuwerten. So bekommst du einen Bonus auf deinen Rüstungswert. Okay, also das ist anscheinend genau wie der Schleifstein, nur für Rüstung. Wunderbar. Das scheint nicht mal was zu kosten, es ist halt nur ein vorübergehender Bonus. Ich werde jetzt mit den Leuten reden, ich scheine so nichts zu finden. Ich suche die hiesige Hexe. Dann viel Glück. Ich weiß nicht, wo sie ist. Na schön. Hallo? Ja, mit dir kann ich nicht reden. Was sagt der denn? Du kannst nicht sicher ohne eine Gabrielle sein. Mit der einhändigen, mit automatischer Kurbel versehenden Gabrielle hast du immer den ersten Schuss und das letzte Wort. Okay. Bis dann. Also das fand ich jetzt merkwürdig. Er hat mir nicht mehr gesagt, was das ist. Wahrscheinlich ist es irgendeine besondere Waffe, die ich bei ihm kaufen kann. Aber ich will jetzt nichts kaufen. Hast du Proviant? Ich bin hungrig wie ein Wolf. Nein, ich habe keinen Proviant. Ich suche nach der Hexe. Warum sagt mir denn nur einer überhaupt irgendwas zu der Hexe? Warum kann ich nicht jeden nach der Hexe fragen? Warum hat nur der eine eine Antwort? Ein Amulett!
Bezoar, ein paar Schildkrötensteine. Nein, nichts dergleichen. Bis dann. Bis dann vor allem. Bis dann ist immer geil. Okay, also hier gibt es schon wieder ein Questboard. Und ich bin mir nicht sicher, ob alles davon Quests sind. Es scheint mir nicht so zu sein, aber irgendwie doch. Ich bin mir nicht sicher. Manche Sachen scheinen auch nur Informationen zu sein. Tue jede Arbeit für eine Schale Suppe oder einen Brotkanten. Ich kann zimmern und Fässer binden und habe auch Werkzeug. So, das ist doch keine Quest, aber ich kann es mitnehmen. Tut Buße. Die Bäume wispern, dass die Herrinnen des Waldes nicht zufrieden sind, dass unsere Opfer nicht ausreichten, dass wir zu selten zu ihnen beten und ihren Namen zu unbedacht gebrauchen. Bessert euch, Leute, und zeigt wahren, frommen Glauben, denn wenn sie uns auch noch verlassen, werden wir in diesem verlorenen Sumpf alle umkommen. Das ist auch nur eine Information, das sind doch keine Quests. Aber neue Markierung, nicht erkundeter Ort. Also es scheint trotz allem immer eine Aufgabe dahinter zu stecken, wenn ich das richtig verstehe. Und irgendwie finde ich die Hexe nicht. Wir sind definitiv in dem Radius, in dem sich die Hexe befinden soll, oder in dem sich Hinweise befinden. Was ist das? Da war doch irgendein Zeichen eben oder so. Fläschchen. Gut, für Alchemie. Was ist da drin? Zwergenschnaps. Und was ist da drin? Eisenerz. Seht ihr, ich konnte nicht genau auswählen, wo ich hinklicken wollte. Wenn ich das etwas ganz Spezifisches gäbe, was ich aufheben wollte oder was ich durchsuchen wollte, hätte ich es nicht bekommen. Also hier irgendwie, was sagt denn die? Ich schicke ihn nochmal zur Hexe. Vielleicht kann sie ihm die Faulheit austreiben. Guten Tag, gute Frau. Guten Tag, Fremder. Kann ich dir helfen? Ich müsste die Dorfhexe sprechen. Weißt du, wo ich sie finde? Mit der gebe ich mich nicht ab. Aber frag meinen Mann, der wird's wissen. Hat sich schlimm den Rücken verrenkt. Konnte sich kaum bewegen. Da habe ich ihn zur Hexe geschickt. Kam zurück wie ein junges Fohlen. Wo ist er? Bestimmt im Hof. Die Schmerzen sind weg, aber er ist faul geworden. Sollte eigentlich Preiselbeeren sammeln, um die Kleinen satt zu kriegen. Marinas Mann, der weiß, wie man seine Familie ernährt. Hat neulich ein paar Wasserratten gefangen. Haben für einige Tage gereicht. Okay, dann gehen wir jetzt mal zu dem Typen. Ist es nicht der, der mir vorhin gesagt hat, er weiß nicht, wo sie ist? Genau, mit dem habe ich doch schon mal geredet. Hallo. Angeblich weißt du, wo die örtliche Hexe wohnt. Wer hat dir das gesagt? Deine Frau. Dumme Gans. Lass mich in Ruhe und hör nicht auf die alte Schnepfe. Wir haben seit Ewigkeiten keine Hexen, Heiler oder weise Frauen gesehen. Erforderliche Täuschungsstufe 1. Wirklich? Denk nochmal nach. Das ist eins dieser Zeichen, eine Art Überredungskunst. Okay, würde ich ein paar Kronen umstimmen, dann geben wir ihm halt Geld, was soll's. Alter Gierschlund. Würden ein paar Kronen deinem Gedächtnis auf die Sprünge helfen? Nun, wenn das so ist. Kennst du den kleinen Teich vorm Dorf? Von dort führt ein Pfad weg. Folge ihm bis zu einem Felsen. Um den musst du rumgehen und dann in den Wald. Such den alten Karren. Danke. Eins noch. Tu ihr bitte nichts an. Wir haben hier schon von deinesgleichen gehört. Meinesgleichen, das heißt? Nun, die Hexenverbrenner. Keine Sorge. Ich werde eurer Hexe nichts tun. Oh, da fällt mir ein Stein vom Herzen. Sie ist noch nicht lange hier, aber sie ist unheimlich klug. Sogar was fürs Auge, wenn man auf schlanke Weiber steht. Danke für deine Hilfe. Leb wohl. Jetzt ist er ja plötzlich hinter dem Zaun. Das hat er ganz schön geschickt gemacht, das habe ich nicht bemerkt. In unserem Gespräch. Ohne, dass es jemand bemerkt, läuft er hinter den Zaun und ich krieg's gar nicht mit. Okay. Geralt redet viel mit sich selbst. Ich habe noch keine Begleiter, wie ihr seht. Scheinbar gibt es welche. Ich bin mir nicht sicher, vielleicht folgen die mir auch nicht immer, sondern nur bis zu bestimmten Orten oder warten dann vor dem Beginn einer Hauptquest auf mich. Ich weiß nicht genau, wie das läuft. Da ist der Felsbrocken. Jetzt nach rechts und weiter bis zum Wagen. Okay. Weiter bis zum Wagen. Wollen wir mal sehen. Ich finde diese Buffs links oben nützlich, aber auch ein bisschen störend. Könnte man bestimmt austauschen. So ist es irgendwo, hier sind irgendwelche Raubkatzen. Ach nee. Neckerl? Was sind Neckerl? Sehen aus wie Trolle oder Gnome oder irgendwie sowas. Neckerl, wenn ich das richtig lese. Ja, genau. Neckerl. Hm, na schön. Packen wir das Schwert weg. Klang für mich eigentlich eher wie, habe ich schon wieder vergessen. Neckerklaue und Neckerblut. Ja, Alchemiekram.
Also, Alchemie erscheint mir ja recht schön und so. Was war das? Kleines blaues Mutagen. Oh, ein Mutagen. Ach, nein. Gib mal... Ach doch, Inventar. Gib mir mal das Mutagen. So. Kleines blaues Mutagen. Wo kommt denn das hin? Nützliches? Fisch? Apfelsaft? Nein. Wo ist das kleine blaue Mutagen? Da? Da? Ist es alphabetisch? Wo? Ach nein, Quatsch. Das müsste ja beim Charakter sein. Nicht wahr? Da haben wir kleines blaues Mutagen. Plus 5% Zeichenintensität. Also das ist das Skillmenü. Es ist sehr merkwürdig. Ich habe hier verschiedene Slots und jeden Punkt, den ich in Skills investiere, den muss ich hier irgendwo hinstecken, ansonsten wird es nicht wirksam. Also ich habe nur 3 Slots frei. Und wenn ich hier auf schnellen, starken Angriff geskillt habe, dann muss ich den Skill auch hier reinziehen, ansonsten ist er nicht wirksam. Jetzt ist mein verstärkter schneller Angriff nicht mehr gültig, obwohl ich ihn mit 3 Leveln geskillt habe. Und das ist sehr betrüblich, denn ich kann mich jetzt nicht über eine breite Palette skillen, weil ich diese Skills nicht aktivieren kann. Ich habe nur 3 Slots verfügbar, das sind Mutagene. Die erhöht meine maximale Vitalität um 500. Nein, das sind keine Mutagene, ist egal. Und der hier macht eine Gesundheitsregeneration. Und hier erhöht es nochmal um 50 Vitalität, das ist ein Mutagen. Ist egal, wie es heißt. Aber die anderen Slots werden hier erst auf Stufe 12 freigeschaltet oder auf Stufe 6, auf Stufe 8 und 10. Also jedes zweite Level oder jedes dritte, wie es scheint, wird ein Platz freigeschaltet. Und erst dann bringt es wirklich etwas, andere Sachen zu skillen als das erste, was man genommen hat, weil ich sie sonst nicht aktivieren kann. Wenn ich jetzt noch 2 Level aufsteige und das hier auf 5 geskillt habe, okay, dann bin ich auf Stufe 6 und kann einen neuen Platz freischalten, dann kann ich was anderes skillen. Okay, vielleicht ist es so clever gemacht, dass man immer genug Platz hat. Aber ich hätte ja auch 3 verschiedene Sachen skillen wollen oder skillen können und die hätte ich dann hier nicht reinbekommen. Es ist ein bisschen unnötig, wie ich finde. Man skillt und dann muss man die Plätze skillen und überlegen, was man reintun will. Es erscheint mir sehr überflüssig und umständlich. Es gibt auch Mods, die alle Slots von Anfang an freischalten, weil das einfach eine schwachsinnige Erfahrung ist, wie ich finde. Aber gut, da hinten scheint es rund zu gehen. Wollen wir mal gucken, was hier los ist. Gute Frau, die Kuh schnauft und steht schon nicht mehr auf. Der Eiter strömt ihr aus dem Maul. Sehe ich etwa aus wie eine Melkmagd? Nein, aber du weißt doch so viel. Das ist unsere letzte Kuh. Andere gibt's im Dorf nicht mehr. Die anderen sind verhungert oder mit den Soldaten verschwunden. Ohne sie sind wir praktisch tot. Ich gebe dir ein paar Kräuter. Misch sie mit Quellwasser, das um Mitternacht geschöpft wurde, und lass die Kuh davon trinken. Aber zuerst mistest du den Stall aus. Gründlich. Ist das klar? Vielen Dank, gute Frau. Tausend Dank. Schon gut. Genug jetzt. Mir reicht's für heute. Geht! Die erscheint mir nicht so sehr wie eine Hexe. Ich meine, sie braucht vor uns keine Angst zu haben. Oder vor Geralt, er ist ja selber ein Hexer. Gehen wir mal rein. Hallo? Wie ist er hier reingegangen? Wo bist du denn? Hallo? Hexe? Hey, wenn ich dich nicht finde, dann werde ich all dein Zeug klauen. Und es ist nicht mal ein Verbrechen. Rezept für schwarzen Kajal. Was? Na, nehmen wir mal mit. Sehr merkwürdig. Wo ist denn die jetzt hin? Die kann bestimmt gar nicht hexen. Wo ist sie denn hin? Ja, na da wahrscheinlich in der Falltür, wo riesengroß öffnen steht, obwohl ich nur 3 Meter entfernt bin. Das finde ich immer ein bisschen albern. Also ich glaube nicht, dass die Hexe in dem eigentlichen Sinn genau wie die Hexer sind und wirklich zaubern kann. Sie ist wahrscheinlich einfach nur clever und kann ein bisschen gut Kräuterkunde. Was ist denn das hier? Ein Pentagramm aus Kreide. Interessant. Hexersinn? Ja. Oh, was ist denn da in Rot? Das sind irgendwelche wichtigen Hinweise oder so. Toll, ich kann die Kerze ausmachen. Ja, das will ich aber gar nicht. Ich will da... Seht ihr, genau das meine ich. Ich will da hin. So. Eine ordentliche Bibliothek hat sie da zusammengetragen. Aber es sind doch nur 4 Bücher. Egal, wir gehen da jetzt rein. So, benutzen. Gucken wir mal. Bist du hier hinten, Hexe? Hallo? Und jetzt rennt er wieder. Und das stört mich unglaublich. Zwergenschnaps. Ich weiß nicht, was das ist. Ist sie da drin? Puppe. Na fast. Ist sie da drin? Noch mehr Zwergenschnaps. Großartig.
Wo bist du denn jetzt hin? Ist sie in dem Sack? Silbererz. Hä, sie ist nicht hier unten, oder wie?